Die Rotoren wirbeln ein wenig Staub auf, als sich der Vertibird langsam in Richtung Landeplatz im Camp McCarran senkt. Es ist lange her, seit Heather und ich das letzte Mal hier waren. Sehr lange. Das Regenprojekt hat uns derart intensiv beschäftigt, dass für nichts anderes mehr Zeit geblieben ist. Wir haben uns allerdings in regelmäßigen Abständen erkundigt, wie es Lou, Annabelle und all den anderen ehemaligen Straßenkindern von Freeside geht, die anfangs in Camp McCarran ein neues Zuhause gefunden haben, nachdem die Legion aus Nevada vertrieben worden ist. Diese und auch andere Kinder, die verwahrlost in und um New Vegas aufgewachsen sind, übersiedelten vor ungefähr einem Jahr in ein Heim, das von der NCA betrieben wird und in Freeside errichtet worden ist. In der Nähe wurde auch endlich eine Schule gebaut. Eine weitere ist derzeit in Planung. Das Camp hat sich auch verändert. Fort sind die großen Zelte, die bis vor einiger Zeit den riesigen Platz vor dem Terminalgebäude dominiert haben. Stattdessen wurden die Soldaten nach und nach in große Militärgebäude verlegt, die im Zuge der Wiederaufbaumaßnahmen in der Region errichtet worden sind. Derzeit dient das Camp eher als Warenumschlagplatz der NCA und das Terminal beherbergt nun all die Ingenieure, Planer und Logistiker der Republik, die Vegas und die umliegenden Orte so umgestalten sollen, dass eine längerfristige und großflächige Besiedlung möglich wird. Wir steigen mit einigen Regierungsbeamten aus dem Verti, die während des relativ kurzen Fluges ziemlich schweigsam waren und nun eilig dem Terminal zustreben, um die längst wiederhergestellte Monorail zum Strip zu nehmen. Diese alte Elektro-Vorkriegsbahn wurde von einem Stoßtrupp der Legion beschädigt, die damals Präsident Kimball als Geisel nehmen wollte, um die NCA endgültig zurück an die Westküste zu treiben. Heather und ich hatten, wenn auch eher ungewollt, unser Schärflein dazu beigetragen, dass dieses Vorhaben gescheitert ist. Nun wenden wir uns langsam ebenfalls in Richtung des großen ehemaligen Flughafengebäudes, während kurz Bilder vor meinem geistigen Auge aufblitzen. Bilder, wie McCarran früher ausgesehen hat, wie der riesige Flughafen von Las Vegas vor Betriebsamkeit vibriert hat, begleitet von fast ununterbrochenen Motorengeräusch der pausenlos startenden und landenden Flugzeuge. Mit einem dieser Flugzeuge waren Mom und ich damals hergekommen, um Robert House in seinem Kino zu besuchen, das er schon damals bewohnt hat. »Kommst du, Baby?« Heather sieht mich fragend an und ich nicke. Fast hätte ich gesagt, lass uns ein Taxi suchen. Doch Taxis gibt es nicht mehr. Ich hake mich bei ihr unter und wir gehen das kurze Stück vom Verti-Landeplatz bis zum Terminal, von wo wir ebenfalls die Monorail nehmen werden, die uns fast bis direkt vor Roberts Haustür bringen wird. Wir wollen nicht sehr lange bleiben, nur diesen Tag. Dementsprechend leger sind wir gekleidet. Capri-Hosen, flache Schuhe, dünne, kurzärmliche Blusen, zwei kleine Reisetaschen. Fast wie im Urlaub, schießt es mir durch den Kopf. Urlaub. Wann habe ich eigentlich je Urlaub gemacht? Ach ja, 2073 Jamaika und 2074, knapp vor dem Ende meiner Studien, da bin ich mit ein paar Gleichgesinnten nach London geflogen. Die Verbindungen nach England waren mehr oder weniger die letzten Kontakte der USA mit dem Rest der Welt. Die Einschränkungen wegen des Krieges mit China haben schon damals fast den gesamten Flugverkehr in andere Teile der Erde lahmgelegt. Nicht zu vergessen die extreme Treibstoffknappheit. Heather zieht mich in eine Ecke des kühlen Terminals, in dem reger Betrieb herrscht und in dem Bauarbeiter, Ingenieure und Beamte der NCA gleichermaßen durch die Gänge hetzen. Honey, du bist weiß wie die Wand. Komm, setz dich hierher. Wieder Erinnerung? Mein Sweetheart nötigt mich auf eine Bank. Dann setzt sie sich knapp zu mir und greift nach meinen kalten Händen. Wenn wir bei Haus fertig sind, dann gehen wir zu Dr. Joe, ja? Du hast mir versprochen, dass du Hilfe aufsuchst, wenn es zu viel wird. Weißt du noch? Wieder nicke ich. Meine Kehle ist ausgetrocknet und ich räuspere mich. Ich kann nicht jede Woche von L.A. hierher fliegen, nur um zu Dr. Joe zu gehen. Heather nickt ungerührt. Doch, das kannst du. Und glaub mir, ich werde dafür sorgen, dass es dabei keine Probleme gibt. Sollte Kimball wirklich Einwände haben, was ich aber kaum glaube, dann werde ich ihm sagen, dass er dir einfach deinen eigenen Verti geben soll. Den hast du längst mehr als verdient. Ich lache kurz auf. Hat nicht Frank auch so etwas Ähnliches gesagt? Die Republik hat insgesamt nur 20 Vertibirds. Ah nein, 19. Einen hast du ja abgeschossen. Heather grinst leicht. Tja, ich bin eben eine Top-Agentin. Die tun sowas zuweilen.
Die Gedanken an den Vertiflug von McCarran nach L.A. damals lassen mein Lächeln gefrieren. Daran war überhaupt nichts Witziges. Es ging um Leben und Tod. Und wir sind irgendwie durch pures Glück entkommen. Ich kann all diese Erinnerungen nicht abschalten, Han, murmle ich. Und Heather nickt. Natürlich nicht. Das sollst du ja auch gar nicht. Denn sie sind ein Teil deines Lebens, auch wenn sie vor dem Krieg entstanden sind. Aber diese Trauer, die müssen wir wegbekommen. Denn ich sehe dich viel lieber lachen als weinen. Ich nicke seufzend. Ja, Frau Doktor. So ist es brav. Und jetzt gehen wir zu Haus. Länger als eine Stunde werden wir ja kaum dort zubringen. Egal, wen er uns vorstellen möchte. Und dann schauen wir bei Dr. Joe vorbei. Ich trabe also brav hinter Heather her zur Monorail, die uns in weniger als einer Minute vom alten Flughafen zum Strip bringt. Die Bahn ist voll. Dass wir uns nur in eine Ecke bei der Tür quetschen können, bei der wir eingestiegen sind. Kein Wunder, denn die Monorail hält in dem mittlerweile stark vergrößerten Verwaltungskomplex der NCA, von wo aus zentral alle Bauvorhaben und sonstigen Maßnahmen in der Mojave geleitet werden. Die Bahn darf nach wie vor nur von NCA-Personal oder Soldaten benutzt werden. Trotzdem ist der Bahnsteig total überfüllt. Die Expansion der Republik auf Nevada stellt die größte Logistikherausforderung dar, seit die Kernzone an der Westküste nach und nach, in blutigen Kämpfen, von der stählernen Bruderschaft gesäubert worden war. So zumindest hat es mir Heather berichtet. Wir verlassen das Verwaltungsgebäude und schlendern den Strip entlang, der bereits jetzt am frühen Vormittag ziemlich bevölkert ist. Was mir auffällt, ist, dass die äußerst knapp bekleideten Damen, die normalerweise in der Nähe der einschlägigen Lokale lautstark um Kunden werben, verschwunden sind. Wir sehen NCA-Posten, die in Doppelstreifen patrouillieren. Dazwischen Securitrons von Robert. In unmittelbarer Nähe von uns torkelt ein stark betrunkener Mann den Gehsteig entlang. Dann übergibt er sich lautstark in einen der vielen Ziersträucher, die die ausgedehnten Rasenflächen zwischen den einzelnen Casinos begrenzen. Arme Sau, kommentiert Heather. Ich schweige. So arm ist er nicht, denke ich bei mir. Er müsste ja keinen Alkohol trinken. Es ist seine eigene Entscheidung. Andererseits habe ich nicht die geringste Ahnung vom Leben des Mannes. Vielleicht ist er unglücklich. Vielleicht will er einfach vergessen. Wünsche ich mir das nicht auch oft, einfach zu vergessen? Eine Frau in einem weißen Kittel ist mittlerweile langsam herangekommen. Sie stützt den Betrunkenen leicht und reinigt mit einem Lappen sein Gesicht. Es ist jemand der Anhänger der Apokalypse, wie wir nun erkennen, jener Gruppe, die sowohl in der Kernzone als auch hier in Nevada medizinische Hilfe bereitstellen, für all jene, die über keine Mittel verfügen, sich selbst zu helfen. War ich nicht auch so idealistisch, früher? Was ist mit mir geschehen? Wo ist jene Lucy hin, die sogar einen weltweiten nuklearen Schlagabtausch verhindern wollte? Gibt es die noch? Ich stehe wie angewurzelt da und betrachte die Frau, auf die sich der Betrunkene nun schwer stützt. Bin ich so saturiert geworden, so realitätsfremd, durch meine Laborumgebung? Schon wieder? Hatte ich das nicht schon alles einmal? Ist es mir denn nicht gelungen, mein klinisch sauberes Weltbild so weit zu hinterfragen, dass ich endlich auch die Grautöne sehen kann, ohne ständig in eine Verurteilung abzugleiten? Die Ärztin der Apokalypse führt den vor sich hin brabbelnden Mann langsam fort und ich fahre mir über die Augen. Wer bin ich nun? Lucinda O'Leary? Gibt es nicht mehr. Nun bin ich Lucinda Fairbanks. Doch ich bin noch immer der gleiche Mensch. Habe ich bisher eigentlich irgendetwas gelernt im Leben? Ich bin vom Schulbetrieb direkt auf die Universität gegangen, behütet und umsorgt von meinen nicht gerade armen Eltern. Ich hatte ein schickes Auto, sogar ein eigenes Flugzeug, habe zuweilen für andere gesungen, war lange Zeit irgendwie everybody's darling. Ich habe Robert bei unserem letzten Besuch hier vorgeworfen, sich nicht für die Slums in Kalkutta zu interessieren, für die Armut in der Bronx, für die Ghettos in Chicago. Und ich? Hab ich mich darum gekümmert? Ah, nein, ich war ja damit beschäftigt, die Welt zu retten, durch die Entwicklung des Achenoa-Feldgenerators. Hätte ich nicht genauso gut nach Indien gehen können, als Entwicklungshelferin, Krieg hin oder her? Doch dann hätte ich keinen schwarzen Ford Thunderbird gehabt mit roten Ledersitzen, hätte nicht all die neidvolle Anerkennung durch meine Kollegen besessen. Da kommt sie, das Quantenphysik-Genie. Baby? Bitte lass uns weitergehen, mir ist heiß und ich bin durstig. Heather zieht mich
zieht mich mit sich fort, weg von den Betrunkenen, die Straße entlang in Richtung Lucky 38 Casino und ich gehe willenlos mit. Ob die Kryostase womöglich doch Langzeitschäden des Gehirns bewirkt hat? Nein. Der Autodoc von Dr. Joe hat keinerlei Hirnschäden festgestellt damals. Na und? Es ist nur eine Maschine, sie kann auch Fehler machen. Nachher gehen wir wirklich zu Dr. Joe, krächze ich. Und Heather bleibt stehen. Sie sieht mir forschend in die Augen und streicht mir eine Strähne aus der Stirn. Ja, Baby, das tun wir. Vergiss nicht, ich bin immer bei dir, ich lass dich nie im Stich. Eine Welle der Dankbarkeit überrollt mich. Dankbarkeit für die Liebe dieser Frau, die an meiner Seite bleibt. Auch wenn ich oft schwierig bin und einsilbig und Gedanken verloren. Wenn du mich länger so ansiehst, kann ich für nichts garantieren. Sie zwinkert mir zu und ihre Augen liebkosen mein Gesicht. Dann gehen wir weiter und erreichen endlich den Eingang des Casinos. Die üblichen zwei Securitons stehen davor, als wir in ihr Blickfeld kommen. Öffnet sich eine der großen Eingangstüren und wir gehen rasch hinein. Sie schon wieder! Hallo Jane, gut sehen Sie aus. Der Securiton, der denkt, er wäre Jane Beckett, scheint mich abschätzig zu mustern. Sparen Sie sich Ihre Komplimente, die ziehen bei mir nicht. Robert und die anderen erwarten Sie drüben. Damit dreht sich Jane um und rollt grußlos davon. Wir haben Robert vor 2 Tagen mitgeteilt, dass wir heute herkommen werden und er war sehr erfreut, was wohl die anderen Forscher denken würden, wenn sie wüssten, dass Robert House nach wie vor auf das Computersystem von El Segundo Zugriff hat? Ob sie den Kontakt zu ihm suchen würden, sich vielleicht gar von ihm bestechen und abwerben ließen? Stimmengewirr kommt von dem großen Salon, in dem jene Videowand aufgestellt ist, über die Robert zu uns das letzte Mal gesprochen hat. Nanu, hat er wirklich Besuch? Kaum zu glauben eigentlich. Wir betreten den leicht abgedunkelten Raum, in dem es angenehm kühl ist. Roberts Stimme empfängt uns. Ah, Lucinda und Mrs. Fairbanks, danke, dass ihr vielleicht hergekommen seid. Dass ihr wirklich hergekommen seid. Ich hoffe, der Flug war nicht allzu ermüdend. Ich glaube, Mrs. Fairbanks klingt viel zu respektabel für mich. Sie können gerne auch Heather sagen, grinst mein Schatz. Gibt's wieder eine Nuka für uns? Selbstverständlich, Heather. Bitte nimm doch Platz. Roberts Stimme klingt amüsiert. Wir gehen zu dem Sofa, auf dem wir schon das letzte Mal gesessen sind, und unser Blick fällt auf die anderen Leute im Salon. Lucinda, Heather, darf ich euch einen sehr alten Kollegen vorstellen? Dr. Walter Zimmer. Ein Mann mit schütternden grauen Haaren, der eine Brille mit schwarzen Rahmen trägt und die 60 wohl überschritten hat, kommt auf uns zu und sieht uns intensiv an. Wir halten ihm die Hände entgegen, die er kurz und kräftig schüttelt. Seine Stimme wirkt irgendwie dünn und scharf wie ein Messer, denke ich bei mir. Ich bin wirklich sehr erfreut, Dr. O'Leary, sehr erfreut. Mrs. Fairbanks? Dr. Zimmer betrachtet uns abwechselnd. Irgendwie so, als ob ihm endlich gelungen wäre, ein teures Sammlerstück zu erwerben. Ich fühle mich ein wenig unbehaglich, während ich murmle. Fairbanks, ich heiße jetzt Fairbanks. Der Blick des Mannes flackert kurz, dann nickt er leicht. Verzeihung, selbstverständlich. Wir schauen zu den 4 weiteren Männern, die locker verteilt im Raum stehen. Irgendetwas an ihnen stört mich, wobei ich allerdings nicht sagen kann, was es ist. Sie müssen alle ungefähr um die 30 sein, tragen wie Dr. Zimmer unauffällige Anzüge, sind glatt rasiert und wirken gepflegt. Und mit wem haben wir sonst noch das Vergnügen? Fragt Heather direkt, indem sie leicht auf die anderen Männer deutet. Oh ja, ich vergaß, das sind meine Begleiter. Ihre Namen? Tun nichts zur Sache. Heather und ich tauschen einen kurzen Blick und unwillkürlich denke ich an die Laserpistole, die Heather wieder einmal in ihrer Handtasche mitführt. Vielleicht sollte ich kurz erwähnen, dass Walter einer der führenden Wissenschaftler des Instituts ist. Aha, denke ich bei mir. Laut sage ich in Richtung Zimmer, ich hoffe, ich komme Ihnen nicht völlig ungebildet vor, aber von welchem Institut sprechen wir? Robert gibt leise glucksende Geräusche von sich. Dann erwidert er an Zimmerstadt, aber Lucinda, von dem Institut. Du kennst es wahrscheinlich noch unter einem früheren Namen, als es noch Massachusetts Institute of Technology hieß.